Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's schon wieder ein Style & Talk. Oh ja. Ja, aber es muss sein. Ich habe so viele Sachen irgendwie, die ich euch noch nicht gezeigt habe und die muss ich euch jetzt erstmal alle zeigen, sonst kommen wir da überhaupt nicht hinterher. Deshalb, wenn ihr sehen wollt, wie dieser Look hier entstanden ist, dann bleibt dran und es geht direkt los. Dann schminken wir uns mal. Und zwar, ich war ja in Hamburg, nicht wahr? Und war da shoppen. Und ich komme vor wie so eine Dorfpomeranze, ey. Pass auf, wir fangen erstmal an hier mit dem Primer. Und zwar ist das der BB Tinted Treatment Primer von Tarte. Und das ist ein ganz interessantes Ding. Ich zeige euch das mal. Der hat so eine mussige Textur. Ihr seht die Farbe, das ist die Farbe Light, das ist auch die hellste. Die ist schon recht dunkel, aber ihr werdet das gleich sehen, das gleicht ziemlich gut die Rötungen aus. Irgendwo unter irgendeinem Video hatte mir eine Abonnentin geschrieben, das könnte vielleicht so ähnlich sein wie das Bye Bye Redness. Und es ist tatsächlich ähnlich. Ich würde nicht sagen, dass es wirklich ein Dupe ist, sondern es ist ähnlich. Ihr seht, ich bin heute relativ stark rot. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber es gleicht tatsächlich so minimal euren Hautton aus. Und ich hatte das neulich mal getragen, wo ich nicht so extreme Rötungen hatte. Da könnte man das wirklich durchaus alleine tragen. Also mich war recht begeistert von dem Produkt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal getragen, vor allen Dingen in Kombination mit meiner Laura Mercier Mineral Foundation. Und das sah wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Die Mineral Foundation, die hat ja nicht die krasseste Deckkraft, ja, aber die Kombination von den beiden Produkten, dadurch, dass das hier eben schon so euren Hautton so ein bisschen ausgleicht und auch die Haut relativ stark ebnet, finde ich. Also erster Eindruck, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht wochenlang getestet, sondern eher so ja, 4-5 Mal vielleicht, gefällt mir das tatsächlich sehr gut. Ich habe euch mal rangezogen, damit ihr sehen könnt. Ich habe ja hier immer sehr starke Rötungen und hier. Aber so insgesamt sieht das Hautbild schon etwas geebnete aus, würde ich sagen. Und wir machen direkt weiter. Also es ist sehr tatlastig. Ja, deshalb machen wir direkt weiter mit dem Tarte CC Under Eye Corrector. So sieht er aus. Ich habe hier die hellere Farbe. Ich habe euch den schon mal in einem Video gezeigt. Ich finde, dass der, ich nehme den einfach mit dem Ringfinger auf und presse mir den hier so ein bisschen hin. Um den mal zu vergleichen mit dem Becker Under Eye Brightening Corrector. Der hier, finde ich, ist deutlich deckender, muss ich sagen. Aber er macht nicht so einen Brightening-Effekt. Also er macht schon einen leichten Brightening-Effekt, aber nicht wie der von Becker. Das wäre vielleicht interessant für Leute, die relativ starke Augenringe haben. Er ist insgesamt auch etwas fester und nicht so super cremig. Auch vielleicht interessant, also er ist schon cremig, aber nicht so eben wie der Becker, der ist ja wirklich ja sehr reichhaltig. Das hier wäre vielleicht interessant für Leute, die sagen, der von Becker, der ist mir zu flutschig. Ja? Auf jeden Fall trage ich den jetzt schon eine Weile und er gefällt mir gut. Ich denke aber auf lange Sicht finde ich für mich den von Becker besser. Aber da geht es echt um Haaresbreite, ne? Also ich finde den hier auch wirklich sehr, sehr gut. Durchaus was ihr euch mal angucken könnt. Ganz interessantes Ding. Was mir bei dem hier so ein bisschen fehlt, ist, der ist halt kein Illuminating Primer. Und ihr wisst, ich lebe für Illuminating Primer. Macht aber nichts, weil die Foundation, die wir jetzt testen wollen zusammen, soll Illuminating sein. Soll strahlend sein. Na, pass mal auf. Also Multitasking Foundation, der Concealer von Tarte ist das übrigens. Und ja, ich finde es ein bisschen irreführend, weil Concealer, da denkt man so, oh, das ist bestimmt voll die
krass deckende, fette Foundation. Soll es aber nicht sein. Sie soll feuchtigkeitsspendend sein, sie soll strahlend sein und eine mittlere Deckkraft haben. Da bin ich super gespannt. Erstmal bitte das Packaging. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde das super schön, diese Palmenoptik. Ja, das ist hier auch auf der Verpackung drauf. Ne? So super schön. Also, und man hat dann hier so ein. Ich finde, sie ist so ein bisschen. Hört ihr das? Billig, aber man dreht die dann hier so hoch und dann kommt dieser Pumpi heraus. Finde ich auch nett, aber finde ich auch nicht so gelungen, weil wenn man jetzt hier was rausmacht, dann muss man das hier immer schön sauber machen, weil wenn man es wieder reindreht, dann hat man das alles hier vorne so hängen. Ich mache das mal so, ich gebe mir jetzt mal hier auf meine Mischschale einfach mal zwei Pumpis drauf. Das sind jetzt zwei Pumpis. Und dann gucken wir einfach mal, wie diese funktioniert. Auftragen tue ich das mit meinem neuen Lieblingspinsel. Der IT Cosmetics Flat Top Buffing Foundation Nummer 6. So sieht er aus. Und ich nehme jetzt mal was von meiner Palette und tupfe mir das so ein bisschen auf mein Gesicht. Ich versuche mal einen Pumpstoß auf einem Gesicht, auf einem Gesicht ist klar, auf einer Gesichtshälfte zu verteilen und dann arbeite ich das mal ein. Übrigens, ich habe die Farbe 16S, Fair Light Sand heißt die. Ich hätte wahrscheinlich die 22 genommen. Das ist dann quasi die 22S, ist dann die nächst dunklere mit einem gelben Unterton. Und ich bin aber jetzt froh, dass ich die genommen habe, weil ich finde die Farbe richtig gut. Die 22S hatten sie nicht. Die war ausverkauft. Okay, die Deckkraft ist recht leicht, aber schön. Also nicht zu wenig. Auf meiner Nase sitzt sie gerade gar nicht toll. Gut, das ist natürlich jetzt so, der Primer ist ja auch für mich relativ neu. Vielleicht, das probiere ich nochmal auf jeden Fall mit meinem By Terry Serum aus. Vielleicht ist es dann einfach ein bisschen schöner auf der Nase. Mal gucken. Foundation, nicht Foundation. Sehr leichte Deckkraft, sieht aber schön aus. Also hier ist auch noch ein Spiegel übrigens, ne, falls ihr euch fragt, was ich da mache. Tatsächlich finde ich, sieht es auf der Stirn aus, als hätte ich 0,0 Foundation drauf, aber trotzdem ist es ausgeebnet. Das gefällt mir ganz gut. Full Coverage ist hier aber nicht zu erwarten. Muss ich ja aber auch nicht immer haben. Also mir gefällt es auch so ganz gut. Sieht sehr natürlich aus. Also ist es nicht besonders glowy oder so, aber sehr natürlich. Mache ich mal die andere Seite. Ich finde, zwei Pumpstöße sind knapp. Ja, also wahrscheinlich werde ich noch einen nachnehmen. Aber die Farbe ist Perfect Match für mich. Also die ist richtig gut. Sie ist ein bisschen parfümiert. Ja, aber nicht stark. Ich nehme jetzt noch mal einen Pumpstoß nach. Nach. Ich nehme natürlich jetzt keinen Concealer, ja, sie heißt ja schließlich Foundseeler. Und deshalb gehe ich jetzt hier einfach nur noch mal so rüber. Ich nehme in letzter Zeit tatsächlich häufiger mal keinen Concealer, weil gerade so in Kombination mit diesem Tarte Corrector unterm Auge brauche ich das auch gar nicht. Also ich habe hier aber auch nicht die schlimmsten Augenschatten, ne? Und wenn die so leicht durchscheinen, macht mich das auch nicht verrückt. Deshalb nehme ich in letzter Zeit wirklich häufiger mal im Alltag überhaupt keinen Concealer. Deshalb, ich war ja shoppen in Hamburg
Beim Sephora im Kaufhof ist da ja ein Sephora Mini, kleine Ecke, Leute. Also Mini, Mini, Mini. Hamburg hätte definitiv ja, Platz und Publikum für einen richtigen Sephora, um das mal wirklich hier auf den Punkt zu bringen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber da hatten sie auch diesen Creaseless Concealer, oder wie der heißt, und den Shape Tape. Ich hatte erst überlegt, mir einen mitzunehmen, aber dann habe ich mich wirklich selber gestoppt, weil ich habe erstmal so unfassbar viele Concealer und ich denke, wenn jetzt keine Revolution kommt in den nächsten Wochen, werde ich auch erstmal keinen Concealer mehr testen, weil ja, ich muss erstmal ein paar aufbrauchen und wie gesagt, ich nehme ziemlich häufig in letzter Zeit einfach gar keinen. Sonst nehme ich ja meinen Bye Bye Redness und irgendeinen für unter das Auge, entweder den von Tarte oder von Becca und dann brauche ich eigentlich gar keinen Concealer mehr. Mich erinnert die Foundation tatsächlich so ein bisschen an diese Rainforest of the Sea Water Foundation, die ich als Probe hatte, schon zweimal, die mir so extrem gut gefallen hat. Es erinnert mich wirklich daran, weil jetzt habe ich doch eine relativ hohe Deckkraft. Das ließ sich gut aufbauen. Also meine Rötungen sind fast komplett abgedeckt, aber es sieht nirgendwo trocken aus oder setzt sich blöd ab, sondern es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich lasse die jetzt noch mal ein bisschen auf meinem Gesicht sitzen und dann machen wir weiter mit dem Rest. Ich wollte mal was ausprobieren und zwar habe ich doch immer das Problem, dass hier, hier und hier meine Kontur ganz oft so aussieht, als würde die so runterrutschen durch meine Rötungen hier an links und rechts. Und ich dachte, ich versuche jetzt mal hier so eine Art Baking. Ganz verrückt. Und zwar nehme ich mal das Hourglass Veil Puder dafür. Wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ich benutze im Moment so selten diese losen Puder. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich das verkaufe, weil ich das überhaupt. Also ich finde das super, aber ich benutze die gerade gar nicht. Und ich versuche jetzt das mal hier so ein bisschen. Es geht hier immer um diese Kante, das so ein bisschen zu baken. Oh, das war zu viel, Jenny. Lassen wir das mal einen Moment drauf sitzen auf der Haut. Das Puder ist echt gerade überall. Geil. Ja, vielleicht sollte ich das mal wieder häufiger benutzen. Ich nehme mal einfach, ich habe jetzt hier noch so ein kleines bisschen auf meinem Schwämmchen drauf. Und das nehme ich jetzt mal kurz hier so ein bisschen für unter die Augen. Da ist wirklich nur ganz wenig noch drauf. Und den Rest von meinem Gesicht fette ich jetzt erstmal ganz locker mit dem Art Deco No Color Setting Powder, was ich wirklich sowas von genial finde. Ich komme gar nicht drüber hinweg. Also immer noch benutze ich es tatsächlich jeden Tag. Das ist so für mich mein heiliger Gral im Moment. Und das ist wirklich so ein ganz hart gepresstes Puder, weil ich habe jetzt schon von vielen gehört, ja, da kommt gar nichts runter quasi vom Puder. Doch, da kommt was, glaubt mir. Es ist nur ganz wenig und das finde ich halt gerade cool. Ja, also man kann damit kaum zu viel Puder auftragen und das finde ich richtig, richtig gut. So, okay, lassen wir dieses Gebackene da jetzt einfach drauf und fangen mal an mit Bronzer und so weiter. Ich wollte euch einmal kurz zwei Sachen zeigen, die mir auf Instagram folgen, die haben die schon gesehen. Das Bronze and Glow Mini von Natasha Denona, das war endlich verfügbar bei Cult Beauty. Und auch die Contour und Sculpting Powder in der Farbe Light war auch endlich verfügbar. Das werden wir heute nicht benutzen, weil ich möchte etwas anderes benutzen, aber das werden wir heute benutzen. So sieht das aus. Wunderschöne Farbe, ziemlich hell, muss ich sagen. Für, denke ich, sehr helle heute ist das genau das Richtige. Obwohl ich auch sagen muss, ihr könnt es sehen, für mich ist das auch super. Ich brauche ja immer gar nicht so eine richtige Kontur machen, weil ich habe, ihr könnt es sehen, schon von Natur aus eine sehr starke Kontur. Da ist es konturiert, da ist es nicht konturiert.
Trotzdem mache ich es ganz gerne. Obwohl ich so ein Spicky-Gesicht habe, habe ich trotzdem so eine starke Kontur. Und trotzdem hebe ich das jetzt nochmal hervor. Und ich finde dieses Puder richtig toll. Also ihr könnt sehen, das schafft so einen leichten Rahmen um mein Gesicht, aber nicht zu aufdringlich oder so. Ich denke auch für jemanden, der es nicht so heftig mag, ist das, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Das Puder lässt sich ganz toll verblenden. Ich kann überhaupt nichts daran aussetzen. Mir gefällt das super gut. Super. Guck mal. Ich bin begeistert. Begeistert. Bei dem Bronze Glow, ich kann ganz kurz drauf eingehen. So sieht das aus. Der Bronzer ist ganz schön. Das Glow ist sehr glitzerig. Das könnt ihr nicht so gut sehen, aber es ist schon sehr glitzerig. Wobei ich es neulich mal gemischt habe, beide zusammen und so leicht drüber gegeben habe über dieses jetzt hier und das war schon in Ordnung. Also es war nicht so, dass man gedacht hat, oha, alter Schwede, hat die Glitzer im Gesicht, sondern das war schon ganz schön. Also man kann das tragen. Man kann das natürlich schön auf dem Auge tragen. Das habe ich neulich auch gemacht. Das sah auch richtig toll aus. Wobei man auch sagen muss, es ist die Frage, hole ich mir das, wenn ich genau weiß, dass ich den Ton sowieso nur auf dem Auge tragen kann? Wir haben ja nicht 400.000 Sachen, die wir aufs Auge machen können. Deshalb ist es immer so eine Frage, wenn ihr damit leben könnt, dass da so ein bisschen Glitzer drin ist, ist es definitiv eine schöne Sache. Ich glaube, das mit dem Baking sollte ich öfter mal machen, ne? Ich habe eine ziemlich schicke Kontur. Wow. Okay, passt auf. Jetzt nehmen wir mal Tarte ein bisschen unter die Lupe. Und zwar habe ich mir dieses kleine Set hier geholt, auch im Sephora. Ich hatte das online schon gesehen, aber dachte so, naja, so spannend ist es nicht, zumal ich ja auch in der Palette hier schon Bronzer und Rouge drin habe. Habe ich gedacht, nö, ach, brauchst du nicht. Dann habe ich aber den Bronzer dort geswatcht und dachte so, oh. Dich will ich. In dem Set ist ein kleiner Bronzer und zwar der Park Avenue Princess Bronzer in Mini drin. Dann ist ein Mini Rouge drin in Harmony und ich hole mal raus, ich benutze ja eh gleich alles. Kommt mal raus, ihr Freunde. Amazonian Clay Smart Mascara. So sieht die aus, die ist da drin. Dann ein kleines Rouge und der kleine Park Avenue Princess Bronzer und der. Der gefällt mir. Der ist glowy. Ja, so. Der ist. Ups. Seht ihr das? Der hat so einen ganz tollen Glow. Also, ich habe den geswatcht beim Sephora und dachte so: Oh, hi. Dich brauche ich. Manchmal ist es ja so, dass diese Glowy Bronzer sehr glowy sind, sehr highlightend. Und das gefällt mir nicht so. Also, ich brauche nicht noch Highlighter hier überall mit. Möglicherweise am schlimmsten noch Glitzer oder so, sondern dieser leichte, frische Glow, der ist hier drin und den werde ich jetzt erstmal draufbringen aufs Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt, der ist sehr sommerig. Ja, also der ist wirklich, ich glaube, der ist für den Sommer ganz, ganz toll. Und ihr wisst ja, so Glow und ich, ne, wir mögen uns schon. Es darf nur kein Glitzer sein. Oh, ich mag den. Uiuiuiuiui. Ich mag den sehr. Der macht richtig, das sieht aus, als wäre man gerade aus dem Urlaub gekommen. Echt. Ohohoho. Hallo. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Ja, Jenny, du siehst so toll aus und so fresh. Ich so. Ja, der ist auf jeden Fall mein Blick wert. Ich hatte dann überlegt, ob ich mir den nicht einfach in der Full Size kaufe, aber der war ziemlich teuer, ich glaube 44 €. Und da habe ich mir gedacht, du brauchst ihn sowieso nicht auf. Und die Mascara ist ja auch interessant. Das Set kostet 22 € oder so. Das heißt, das ist auch in Ordnung. Und gut, das Rouge da drin. Ist es auf jeden Fall, denke ich, was recht Natürliches. Ich hätte lieber so ein
krassen, die haben auch richtig krasse Farben, finde ich, bei Tarte. Das wäre mir lieber gewesen, aber ich denke auch, dass das was ist, was man super tragen kann. Machen wir erstmal Highlighter und den nehme ich hier aus der Tarte-Palette. Wie heißt der denn eigentlich hier? Timber. Ich finde den richtig schön, wirklich, wirklich, wirklich schön. Das ist übrigens die, ich vergesse immer zu sagen, wer das ist, die Clay Play Volume 1. Ich habe die auch schon im Video vorher benutzt und habe sie euch auch in meinem 5-Paletten-Video gezeigt, weil ich diese Palette sehr schön finde. Wirklich extrem, extrem schön. Und gerade für, um sich mal ein bisschen an Tarte ranzutesten und zu gucken, was die so können, finde ich, ist das eine richtig, richtig tolle Palette. Und aber natürlich nur, wenn ihr Bock auf neutrale Geschichten habt. Ja, also wenn ihr irgendwie was Spektakuläres sucht von den Farben, dann ist die gar nichts für euch, weil die ist wirklich sehr, ja, sehr basic. Aber so eine Basic-Palette ist ja auch schön. Und ich meine, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder von euch so viel Schminke hat wie ich. Ja, das ist ja auch nicht normal. Sondern es gibt doch sicherlich den einen oder anderen da draußen, der zum Beispiel genauso etwas sucht. Und da finde ich die richtig toll. Ich hatte das auch schon gesagt, ich kann mir das super vorstellen, wenn man die jetzt ja im Badezimmer an seinem Schminkplätzchen liegen hat und hat dann gleich alles Mögliche mit drin. Oder auch auf Reisen, finde ich, kann ich mir die super vorstellen. Vielleicht wäre es nicht unbedingt was für mich auf Reisen, weil ich brauche es schon immer eher so ein bisschen krasser. Obwohl, ich könnte es mir doch vorstellen, vielleicht. Weil der Bronzer ist wunderschön, der Highlighter ist wunderschön, wie ihr sehen könnt. Der Rouge ist auch, das Rouge ist auch toll, aber würde mir jetzt nicht unbedingt reichen. Also ich würde dann noch ein oder zwei Rouges mitnehmen. Und aber wir testen heute jetzt mal diesen hier. Harmony. Harmony macht auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Ich denke, dass das ein richtig schönes Rouge ist. Und ich nehme meinen Morphe M509. Leute, Morphe M509. Ich werde immer gefragt. Und den gebe ich mir jetzt erstmal hier so ein bisschen rauf. Schön. Sehr schönes Rouge. Also bestimmt für alle möglichen Leute tragbar. Das finde ich, wählt Tarte sowieso ganz gut aus. Gerade so ein Set, ne, ist ja auch schön, wenn es nur ein Set gibt, das dann auch fast jeder tragen kann. Also bei richtig dunkler Haut, denke ich, wird das hier nichts. Aber so die etwas helleren und auch die etwas dunkleren könnte das gut tragen. Ja, das gefällt mir. Nochmal Brille aufsetzen. Was sagt ihr? Ist jetzt... Nein, es ist nicht zu dezent. Oh mein Gott, die Foundation sieht so gut aus. Und der Bronzer. Und das mit der Kontur. Das sollte ich öfter machen, Leute. Das muss ich mir mal merken. Ja, das sieht wirklich gut aus. Ich werde immer gefragt, warum ich meinen Highlighter zuerst mache. Die meisten machen ihren Highlighter zum Schluss. Ich mache den zuerst, weil ich es schöner finde, wenn das Rouge und der Highlighter, dadurch, dass ich das jetzt hier so auftrage, vermischen die sich so ein bisschen. So wird aus im Grunde jedem matten Blush quasi ein Glowy Blush. Und ich finde es halt auch schöner, weil das alles mehr ineinander verblendet ist und man nicht so einen Highlighterstreifen hat. Deshalb mache ich immer so gut wie immer meinen Highlighter zuerst und dann das Rouge. Oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und ich sehe ganz schön glowy aus, so auf der Stirn, ne? Obwohl, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, mein Highlighter ist immer hier. Und das wird die Foundation sein. Okay, natürlich immer noch so ein bisschen mit dem Art Deco No Color Setting Powder, weil das ist wirklich sehr glowy. Also wer keinen Bock auf glowy hat, der sollte die Finger von dem Puder lassen, weil es ist wirklich, wirklich glowy. So ihr Lieben, ich habe euch mal rangezogen, wie ihr sehen könnt. Und ich wollte euch das hier zeigen. Da spricht gar keiner drüber und ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich bin schockiert, dass das so ist. Und zwar, das ist von Huda Beauty und die heißen Melted Shadows. Das sind Liquid Eyeshadows. Ihr wisst, ich liebe Liquid Eyeshadows.
Ihr habt auf der einen Seite einen matten und auf der anderen Seite einen glowy. Ich habe die Farbe Double Pump Latte und Drop Top. Und ich habe die direkt abends, als ich sie gekauft habe, einmal aufs Augenlid gemacht. Wer mir auf Instagram folgt, hat das schon gesehen. Und ja, ich bin begeistert, was soll ich sagen. Pass auf, ich gebe das mal hier einfach drauf mit dem Applikator. Und das fühlt sich richtig an wie ein Liquid Lipstick, ehrlich gesagt. Ich habe schon gesagt, bestimmt hat sie einfach ihre Liquid Lipsticks in eine andere Verpackung gepackt und hier als Lidschatten angepriesen. Ich meine, ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Zum Beispiel die von Jeffree Star, die Liquid Lipsticks, das sagt er ja auch immer wieder, die kann man auch super auf dem Auge nehmen. Und jetzt könnt ihr mal sehen, was ich gemacht habe. Ich bin fertig. Das war's. Ja. Hammer, oder? Wie lassen die sich denn verblenden? Das ist ja wohl unglaublich geil. Und diese matte Seite, die wird richtig matt, ne? Also richtig, richtig matt. Die trocknet auch komplett weg. Also da bleibt hier nichts klebrig oder sowas. Und ihr seht, einfach drauf machen. Ich nehme hier natürlich den It Cosmetics Nummer 7. The only one. Dieser Pinsel ist sowas von geil. Die Concealer-Seite quasi, die ich äußerst selten als Concealer-Seite nehme, sondern fast immer für Creme-Lidschatten. So. Was sagt ihr? Das ist ja wohl geil. Also, ich konnte mich beim Sephora schon unheimlich schwer entscheiden, was die Farbe angeht. Und ich bin noch nicht noch mal rein, ne? Übrigens in die ins Pöttchen. Das ist eine sehr gute Menge, die hier drauf ist. Ich gebe mir das jetzt unter das Auge auch. Und verblende das gleich wieder mit dem Pinsel. Also Farben. Ich konnte mich unheimlich schwer entscheiden, welche Farbe ich nehme. Und also in meinem Einkaufswagen bei Sephora Online liegt auf jeden Fall schon ein weiterer, weil ich bin sowas von begeistert. Vor allen Dingen ist es halt wieder interessant, es spricht eigentlich keiner drüber und ich verstehe gar nicht warum. Also man muss aber auch sagen, zum Beispiel bei mir ist es so, warum ich es noch nicht so auf dem Schirm hatte, Huda Beauty ist jetzt nicht unbedingt eine Marke, wisst ihr, die mich so extrem anspricht. Das ist einfach nicht meine Marke. Sowas hat man ja manchmal. Aber das ist richtig geil. Ich nehme jetzt nochmal die Tarte-Palette und nehme diesen dunklen hier und verdunkle mir das so ein bisschen im äußeren Bereich mit einem fluffigen Pinsel. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert, wie der so mit Lidschatten harmoniert. Wow, super, ey. Na, dadurch, dass der halt ziemlich stark antrocknet, kann man den super als Base nehmen auch, ne, wie ihr seht. Und ihr könnt auch sehen, also diese Palette hier von Tarte, die ist, ich kann nichts daran aussetzen. Die Qualität der Lidschatten ist sowas von toll. Ich bin richtig verliebt. Ich bin ganz froh, dass mich gerade nicht so viel anderes von Tarte anspricht, was Lidschatten angeht, weil sonst hätte ich mir noch mehr Paletten gekauft. Ich will aber jetzt tatsächlich so ein bisschen Lidschattenpaletten-Stopp einlegen, weil ich habe so unglaublich viele Lidschattenpaletten. Das liegt einfach daran, weil ich bin einfach ein Farbenfetischist. Wenn die Farben mich ansprechen, kann ich schlecht widerstehen. Aber ich benutze im Alltag relativ häufig auch gar keinen Lidschatten. Ja. Diese Farbe übrigens sieht bestimmt, ich muss gerade an Birte denken, die hat ja so unfassbar geile blaue Augen. Ich denke, dass diese Farbe, dieses hier, an Birtes Augen sensationell aussehen wird. Also das stelle ich mir gerade so richtig vor. Und ich nehme jetzt nochmal die Schimmerseite und jetzt passt mal auf, ja. Und gib mir die einfach hier auf. Das ist ein bisschen viel gewesen. Die ist sehr ergiebig. Ich nehme meinen. Oh nein, jetzt versaut sie es. Jetzt versaut sie es. Sie versaut es, weil es zu viel war. Ja, sowas muss auch mal passieren, ne? Mhm.
Gucken, ob wir das noch retten können. Schön in den Spiegel kriechen. Ja, das kriegen wir schon gerettet. Das kriegen wir schon gerettet. Also, man muss schon mit dem Verblenden hier sich ein bisschen beeilen, weil. Also, ich wollte es eigentlich nicht bis ganz rüber hier hinziehen, ne? Aber ihr habt es ja gesehen. Ich habe zu viel aufgetragen. Seid ein bisschen vorsichtig mit dem Produkt. Nicht so viel. Sonst, es sei denn, ihr wollt es übers ganze Augenlid machen, dann müsst ihr euch nicht so zurückhalten. Aber auch hier, ich finde, das lässt sich so toll und einfach verblenden. Ich bin hin und weg, hin und weg. Auch mit dem Applikator richtig geil. Also ich bin total begeistert. Ich gebe mir jetzt noch ein bisschen mehr hier vorne hin. Hier und da. Ich noch so ein bisschen den Fokus da vorne hinsetzen will. Ich habe mal eben meine Augenbrauen gemacht und mir einen Lidstrich gezogen. Aus Angst vor der Kamera zu versagen. Ich habe hier von NYX diesen Epic Ink Liner benutzt, weil mein heißgeliebter Kat Von D Tattoo Liner ist alle gegangen. Und da ist mir eingefallen, dass ich den hatte, weil ich den nochmal testen wollte. Und bevor ich mir jetzt wie eine Wahnsinnige diesen neuen Tattoo Liner besorge, habe ich gedacht, probierst du erst nochmal den aus vielleicht. Also es hat auf jeden Fall gut geklappt mit dem Lidstrich. Wollen wir mal gucken, wo der im Laufe des Tages so bleibt, ja. Die Tarte-Mascara probieren wir jetzt mal aus. Okay. Die ist. Es wird keine Lieblingsmascara, merke ich sofort, weil ich muss zu viel aufbauen. Ich denke, es ist eher vielleicht eine Mascara für jemanden, der sehr natürlichen Look haben möchte. Und ich könnte es mir vorstellen, dass ich die jetzt mal an so einem Tag benutze, wo ich mich eigentlich gar nicht schminke, wisst ihr. ja. Habe ich jetzt nicht um. Die haben ja noch eine andere, die richtig gut sein soll. Aber ich bin gerade mascara-mäßig sehr glücklich mit meiner IT Cosmetics Superhero und die tausend anderen Mascaras, die ich habe. Deshalb, also ich hätte jetzt auch nicht zwingend noch eine Mascara gebraucht. Ja, macht mich jetzt nicht, bringt mich nicht zum So, ich habe Ausrasten. jetzt hier zwei Lippenstifte stehen. Zum einen den Tom Ford Lippenstift, den ich mir im Alsterhaus gekauft habe. Ein Mini für unglaublich viel Geld. Die Farbe heißt Lara und das ist so ein Rosé-Schimmer-Nude. Nur ich finde, das passt überhaupt nicht zu diesem Lidschatten. Das hatte ich, als ich meine Stories gemacht habe, habe ich schon gedacht, das passt überhaupt nicht zusammen. Deshalb werde ich den heute nicht benutzen. Und leider noch einen, den ich heute nicht benutzen werde, weil er überhaupt nicht passt, nämlich von Tarte. Ja, ich habe hier so ein Mini von Tarte in der Farbe Salt Life. Es ist halt total bescheuert, Sephora, warum habt ihr die Lippenstifte nicht in Deutschland? Verstehe ich gar nicht. Wobei ich jetzt von vielen gehört habe, bestell doch einfach bei Tarte aus den USA, das ist total easy peasy. Ja, würde ich wahrscheinlich dann auch mal machen, aber die Lippenstifte sind sehr schön. Haben sie aber hier nun nicht, aber die Farbe ist zu mauvey, die passt überhaupt nicht dazu. Und was machen wir denn mal auf die Lippen? Ich würde sagen, wir könnten ganz nude gehen, aber den habe ich im letzten Lippenstift, im letzten Video getragen. Dann nehmen wir mal Becker. Und zwar die schönen Becker-Lippenstifte, die wirklich gelungen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den schon mal gezeigt habe. Ich habe übrigens gerade einen abklingenden Herpes. Schon wieder, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich nehme hier, da habe ich die Farbe Burgundy. Habe ich den schon mal getragen? Ich weiß es gar nicht. So, der Lippenstift passt richtig geil zu dem Lidschatten, finde ich.
Ist auch eine schöne Farbe. Schmeiß nicht alles hin, Jenny. Ist zwar eher eine Herbstfarbe, aber was soll's. Mir gefällt das richtig gut zu dem Lidschatten. Ich zeige es euch nochmal. Eine Sache von Tarte habe ich noch, und zwar 4 in 1 Setting Mist. In so eine kleine Mini. Auch das hatte ich mal aus dem amerikanischen Sephora. Riecht nach Sauna. So Sauna-Aufgussmäßig riecht das, finde ich. Aber ich finde das angenehm. Mir macht das, mir gefällt das ganz gut. Ist aber nichts, was ich unbedingt nachkaufen würde. Zumal habe ich noch genug Setting Sprays hier rumstehen. Es gibt auch auf der Erde eigentlich nur eins, was ich wirklich nachkaufen werde. Nämlich das All-Nighter Pollution Protection. Obwohl ich jetzt gesehen habe, dass auf der zweiten, an zweiter Stelle Alkohol in den Ingredients draufstehen. Nicht gut, aber macht nichts. Es halt, hält einfach so geil. Und ich nehme es sowieso nur dann, wenn ich weiß, dass ich einen super langen Tag habe. Wenn ich weiß, mein Make-up soll die ganze Zeit perfekt sitzen. Und ja, ich würde sagen, das ist das Ende des Videos. Mein Look ist fertig. Und ja, Tarte ist auf jeden Fall durchaus eine sehr spannende Marke, wie ich finde. Habt ihr euch da schon ein bisschen durchgetestet? Was sagt ihr zu Tarte? Und ja, mir gefällt es. Auch hier so meine... Das sollte ich öfter machen. Habe ich schon mal gesagt, ne? Ihr Lieben, das ist das Ende des Videos. Ich habe irgendwie, glaube ich, das Gefühl gehabt, diesmal habe ich gar nicht so viel geredet. Aber ja, guckt unbedingt bei Instagram bei mir vorbei. Im Moment habe ich so einen Run, was die Stories angeht. Ich glaube, manche klicken bestimmt weiter, weil ich laber. Macht nichts, ich liebe es zu labern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.